Hallo und herzlich willkommen bei Frauchen gesucht im Tierheim Gießen. Ich möchte Ihnen heute unser Öhmchen Angie vorstellen. Angie kam zum ersten Mal 2010 ins Tierheim. Dort wurde sie mit 11 Jahren abgegeben, weil die Leute keine Zeit mehr hatten. Dann hatten wir Glück und schon nach wenigen Wochen fand sich ein neues Zuhause. Das ist ja auch sehr schwer, einen alten Hund zu vermitteln. Die meisten wollen doch einen jungen, schönen, gesunden Hund. Und wir freuen uns natürlich sehr darüber, wenn mal ein alter Hund ein neues Zuhause findet. Leider kam sie nun im 15. Lebensjahr zurück, weil ihr Frauchen verstorben ist. Und das ist wirklich sehr tragisch. So ein alter Hund gewöhnt sich auch nicht mehr gut um. Zudem hört sie schlecht und sieht schlecht und kommt natürlich mit fremden Umgebungen dann nicht mehr so gut zurecht. Sie ist insgesamt eine sehr liebe Hündin und sehr anlehnungsbedürftig. Und wir wünschen uns nichts mehr, dass sie ihren Lebensabend, wie lange auch immer er noch dauern wird, nicht hier im Tierheim verbringen muss, in dieser doch für einen alten Hund sehr stressigen Umgebung. Vielleicht erbarmen sie sich und bieten ihr ein schönes Zuhause. Allerdings sollte in diesem Zuhause kein Zweithund leben. Mit Hunden ist sie nicht so verträglich, weil sie Hunde in ihrer Jugend nicht kennengelernt hat. Wir würden uns sehr freuen, wenn sie sich für unser altes Mädchen begeistern könnten und dem Hund noch einen schönen Lebensabend schenken würden. Ich hoffe sehr, dass ich das Interesse wecken konnte. Rufen Sie uns an, schicken Sie uns eine Mail oder schauen Sie doch einfach zu den Öffnungszeiten Mittwoch, Freitag oder Samstag zwischen 15 und 18 Uhr bei uns herein. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.